Okay, meine Lieben, hier bin ich wieder, euer lieber Odo. Und wir begeben uns auf die andere Seite des Atlantik nach New York City. Oh, verdammt, ich bin müde. Wieso das? Überbrücke Hudson und East River und verbinde die Vororte von New York und New Jersey. Na gut, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Paris war ja jetzt nicht so erfolgreich, aber ich habe es danach nochmal gespielt und habe viel mehr Punkte gekriegt. 1684. Ja, ich bin so großartig. Na gut, versuchen wir das mal. Auf nach New York. Hallo? Aha. Einen schönen Kreis. Das fängt schon mal gut an. Ah, verstehe. Hier haben wir keine Tunnel, sondern hier haben wir Brücken. So wie in Wien. Die Reichsbrücke wird auch, also die Donau wird auch überfahren und nicht unterfahren. Wahrscheinlich kommt es billiger. Okay. Machen wir das tatsächlich so. So einfach bleibt es nicht. Tja, und schon ist jemand fies zu uns. Ich bin ja mal in New York mit der U-Bahn gefahren. War interessant. Wir sind hier in Manhattan im Übrigen. In diesem südlichen Teil da. Okay. Machen wir das so. So, haben wir noch einen Ringerl. Machen wir noch eine Bahnlinie oder zuerst Waggons? Schwer zum sagen. Machen wir noch eine Bahnlinie. Am Anfang ist es hier noch relativ egal. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir hier zusammenkriegen. Wir haben auf jeden Fall nur noch eine Brücke. Ich hoffe, wir kriegen noch welche. Ansonsten könnten wir das so machen, dass wir quasi eine machen, die alles miteinander verbindet und da ein Ringerl und da ein Ringerl. Wir sollen wahrscheinlich da unten so rumgehen. Schon. Ein Ringel. Ein grünes, ein rotes und ein violettes derzeit.
Aufgebraucht. Vielleicht werden wir da sogar. Besonders intelligent war das jetzt auch nicht. Tja, nein, irgendwie schaut das nicht schön aus. Das muss ich anders zeichnen. Irgendwie anders machen. Ja. Machen wir es mal so. Das ist mal noch relativ einfach. Vielleicht werden wir aber. Ich glaube, wir sollten das so oder so ein bisschen anders machen. Noch eine anfangen später dann. Ja. Gut. So. So. Und dann werden wir dich mit sowas bestücken und schneller fahren.
Stufe 5. Noch eine Fontäne? Nö, ein Waggon. Das ist... End. Aber was soll man jetzt tun? Okay. Das war es so. Sollen. Eine Bahnlinie. Noch ein Waggon. Machen wir noch eine Bahnlinie. Ah. Da. Auch einen. Wow. Gut, dass ich noch eine Bahnlinie genommen habe. Ach Gott, das sind wieder nur Kreise. Da schon haben. Müssen wir nicht drüber bauen. Sonst gehen uns nämlich langsam die Dings aus. Ich überlege gerade, ob man eben noch eine zweite anhängen kann. Kann man offensichtlich. Thank you.
So. Das da hier. Mhm. Diese rote Linie da in der Mitte. Und was sitzt diese vor? Ganz schön voll. Problematisch. So, jetzt müssen wir irgendwas anders machen. Jetzt müssen wir wieder Pause machen, weil da drüben kommen wir nur. Das macht das Ganze gleich sehr, sehr viel schlimmer. Weil... jetzt müssen wir noch mehr über die blaue Linie transportieren. Jetzt ist das Spiel zu Ende. Ich meine, 1000 Punkte, wenn man 1000 Passagiere, wenn wir hoffentlich noch irgendwie zusammenkriegen. Naja, aber sicher bin ich mir so nicht mehr. Das ist gleich hinüber. Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich das anders machen sollte. Na, das war's. Ja, 982 Punkte oder Fahrgäste. Dafür das, dass ich das erste Mal gespielt habe, nicht so schlecht. Herrschaften, ich wünsche euch wieder einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.